Erstmal werde ich allen wieder ihre normalen Klingen zuweisen. So, hier haben wir dann Nia und Vess. I will attend to your every need, at least for fighting. Hier kommen natürlich Adenine und Dahlia dazu. Und soweit ich weiß, ist der Söldnertrupp auch wieder zurück. It'll be all smiles from now on. Leidenschaft, Gerechtigkeit, Einfühlsamkeitsvermögen. Pawun. Righteousness guides me. Ja gut, das hat sich, die Ritterlichkeit hat sich halt direkt freigeschaltet, weil wir ihre Klingenquest schon erledigt hatten. Das ergibt Sinn. I can assist the team. Streiter für das gute 6. Watch your mouth. I'll lend you my strength. You need my help? Ja gut, Godfrey muss natürlich auch dabei sein. Werax haben wir hier dabei. Frage ist, nehmen wir Walk oder Shiba? Oh komm, wir nehmen mal wieder Shiba mit. Wisst ihr, das Interessante in diesem Spiel ist, ich könnte halt wahrscheinlich nochmal um dieselbe Spielzeit spielen und es würde nicht langweilig werden für mich. Es gibt einen Grund, warum ich in meinem ersten Playthrough irgendwie 100 oder in meinen ersten Spielstand irgendwie 160 Stunden reingebuttert habe. Keine Angst, so weit gehen wir hier, denke ich nicht. Aber ich denke mal, wir werden halt schon gucken, dass wir jeden Stream immer zumindest ein bisschen Story machen, wie wir es in diesem Stream halt auch getan haben, ne? Let's rest the spell. Let's get going. Wo könnte dieser Junge sein? Hier vorne scheint... Oh, warte, da auf dem Dach. Zum Glück weiß ich noch, wie man auf dieses Dach kommt. Das kann ich niemals vergessen, wie man auf dieses Dach kommt. Irgendwie ist das so eine Sache, die vergesse ich in diesem Spiel nicht. Oh, ich hätte unten bei dem Händler noch gucken können. Naja, egal. Hier oben ist anscheinend jemand. Bellwing. Ganz schön versteckt. Entschuldige bitte, aber... was ist? Suche einen Jungen, den ich mal einen elektrischen Schlag verpasst habe. Ah, das Pritzelmädchen. Meinst bestimmt Izzy, oder? Izzy, so heißt er also. Ja, normalerweise spielt er immer hier in der Gegend. Heute habe ich ihn allerdings noch nicht gesehen. Da müssen wir wohl woanders weitersuchen. Ja, tschüss, Pritzelmädchen. Izzy heißt er. Das ist schon mal ein gutes Indiz, dass wir das wissen. Aber ich wollte noch mal hier kurz zur Handelsstelle. Okay, wir haben leider nichts Hochrangiges, was wir eintauschen können. Schade aber auch. Naja, dann erkunden wir halt weiter. Gehen halt weiter hier lang. Schauen uns mal um. Ich werde halt auch Elektras Klingen-Quest dann mal zum Ende bringen. Warte, da war eine neue Quest. Hier unten. Hier unter mir. Praktisch genau unter mir. Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Scheint irgend... Bei Towers Haus. Better so. Hey, Dadapon. You feeling okay? Your fluff look ruffly. Huh? Oh, it Tora. Me not too bad. Tum Tum is quiet. Master Pond is careful with health. Good food, much sleep, regular poo poo. Indeed, body of Dadapon is temple. Wow. Weiß nicht, ob man das hören wollte. Genau, Tora. Genau. So then, why make grumble noise? Well. Thing is, was thinking of making new mode for Poppy. Oh. Oh. Tora and Dadapon have same idea. Tora was thinking it about time Poppy got even more Poppy power. What? Tora think that too?
truly Tora is Sonipon of Tatazo, has Dadapon's ideas too. Hmm. So, what was Dadapon's idea? Tell Tora. Bekommt Tora damit seine dritte Klinge? Tora excited. Okay. Dadapon will let mit dem neuen Modus. From bag. Behold, Poppy's most super duper mode. What's this? You like? Ein Plan, den er gezeichnet hat, anscheinend. Run out of words, maybe. This mode called Super Fighter Mode. This Poppy size of 10 roses. What the hell? More battle power than Titan Warship. Das ist ein bisschen groß. What Dadapon thinking? Dadapon just take old Poppy blueprint and enlarge. Dadapon thinking just like Banner. Oh, das ist schon fast eine Beleidigung. Tora not like great. Das ist schon fast eine Beleidigung, muss man schon sagen. Well, how about this? Mini Poppy oder was? Huh? Oh. It's too small for Tora's eyesight. This is titchy little Poppy, extreme compact. Oh Mann, Tatazo. But what for? And you just changed size again. What good is itty bitty little Poppy? Catch mice and rats maybe? Tora not see? This Poppy piddly but can sneak in anywhere and no one know. And battle capabilities same as normal Poppy, strong like ant. Das ist eigentlich schon witzig. This a bit fur-brained. Not like little piddly Poppy either. Well, let's hear Tora's silly idea then. Really want to hear? Really? All right. Tora suppose can share secret. Tora's big idea called Poppy Cutie Pie. Das war, wie niemand so richtig begeistert. Right, nearly. This Poppy become great big grown up. Poppy should move to next phase of life. Hm, interessant. Tora and Poppy grow up together. Oh, hat schon was. I know not meaning of cutie pie, but Tora's unruly lovable enthusiasm shine through very bright. Ja, das ist doch immer eine schöne Sache. Yes, Tora, this makes sense. For a change. Very well. Dadapon will get right to it. Lila, ready my things? Yes, Master Pon. At once. Hear that, Poppy? Master Pon and Dadapon will work in chamber for a little bit. Don't let anyone disturb. Very, very, very important. Da haben wir auch schon das, was wir nach Electra's Quest tun werden. Tora, what's the little ball of fur getting into this time? Unclear. It sounded like they were going to try to power up Poppy somehow. Ja, das kam da durchaus raus. I also caught some bollocks about growing up and phase of life. You'd know. You're the master of talking bollocks. Huh? How dare you? Ugh. You know exactly what I mean. Well, I guess this means they're going to remodel Poppy. Guess so. Whatever it is, looks like they won't be coming out of there for a while. Nothing for it. Why don't we go and take a rest at the inn? Ich finde es interessant, dass das ja alles optional ist, ne? Das ist keine Story. Also es ist schon eine Nebenstory halt, aber ich habe auch ganz vergessen, dass das hier ist. Um ehrlich zu sein. Es steht Lila auch noch da. Wow. Huh? They're still at it. Yes, Cat Lady. Master Pon working feverishly. Not stop for food, sleep, or poo-poo. Tora. He does know what's good for him sometimes.
He's going to work himself bald one of these days. Niemand kann Nia die mächtige Klinge umwerfen, außer Tora, wenn sie reinrennt. Tada! Master Plan of Tora complete! Master Plan? Sounds great. But what on earth is it, Tora? Behold! Really something, huh? Oh! Behold! Final and bestest form of Poppy! My lady, are you quite all right? Yuck! Tower hat ungeahnte Stärken. Is this not too much? Only yesterday, Poppy was little Pom. Maybe she grew too fast. Tora not care. Tora feel that Poppy is ready to be real grown up. Tora, can you really build such advanced Robo Woman? Dadapon, Tora. Vor allem, wie er Robo Woman sagt und nicht Blade, ne? Lässt auch schon tief blicken. Destiny calling for Tora. Rude not to say hello back. Well said, my little Pom. Oh. Na gut, was soll man noch dazu sagen, ne? Will you get off me already? Aber irgendwie ist jeder Cutscene, in der Tower sehr prominent ist, etwas speziell, um es so zu sagen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Sie sind etwas speziell. Nee, warte, das ist der falsche Weg, das ist der geheime Weg. Wir wollen den normalen Weg rausgehen, glaube ich, oder? Wollen wir eigentlich was kochen? I just thought of a great menu idea. Look forward to that later. Oh, können wir tatsächlich. Die Mondscheinpastete, die wir anscheinend nicht gemacht haben. Okay, da haben wir nicht mehr genug von. Oh, hier können wir eigentlich auch immer hingehen. Gut, das hier ist eigentlich ein echt guter Ort, um Waldkunde-Items zu farmen für Wes und für Dahlia. Ja, Wes und Dahlia, ne? Die haben jetzt beide ihre Waldkunde verbessert. Auf jeden Fall, um Sachen mit Holz brauchen wir hier uns keine Gedanken mehr zu machen. So wie es ausschaut. Und war gerade am Überlegen, ob ich einen Kommentar zu abgeben soll, dass ich 69 Stunden habe, aber ich hab's gelassen. Oh, da ist die Pritzelklinge. Hm? Bist du hier, um Izzy noch mal einen Schlag zu verpassen? Izzy ist jung, den Elektra gepritzelt hat. Ja, Pritzel-Izzy nennen wir ihn jetzt. Ich wollte mich eigentlich bei ihm entschuldigen. Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn ich dir das verrate, wirst du ihn doch nur wieder schocken, oder? Keine Angst, Elektra hat jetzt Pritzelkräfte unter Kontrolle, pritzelt nicht mehr alle. Wirklich? Wirklich, hat mit Pritzelkräften schon ganz vielen Leuten geholfen. Hat sogar Maschine, die Agentum glitzern lässt, wieder Ohren gepritzelt. Ah, davon hab ich gehört, ich wäre zu gerne dabei gewesen. Na gut, dann vertraue ich dir mal. Aber Izzy ist im Moment nicht da. Möchte irgendein seltsames Insekt fangen oder so? Er ist zur Fröstlerin aufgebrochen. Danke, dann werden wir ihn da suchen. Du musst versprechen, dass du dich mit Izzy versöhnst. Klar, ich verspreche es. Röstelrinne, die war ja... Ich weiß sogar ungefähr, wo die war. Da bräuchte ich gar keine Ortsbeschreibung mehr. Oder? Röstelrinne? Doch nicht da, wo ich gedacht habe. Ich glaube, das ist da unten sogar, die Röstelrinne. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte da unten... Ja, ist unten drunter. Ich glaube, hier konnte man sich irgendwo runtertroppen, aber
Ja, doch, hier. Auch von hier. Stimmt, von hier aus kommen wir ja gar nicht rein. Hier kommt man nur raus. Ah, aber warte, von der. Konnte von hier unten in die Frostarena rein, wenn ich das recht im Kopf habe. Kann mich auch irren. Let's get going. Dann kann man nämlich hier lang gehen und hier durchschwimmen. Wenn das denn die Fröstlerinne ist und ich mich gerade nicht komplett vertue. Wenn wir ehrlich sind, gar nicht mal so unrealistisch ist. Da sind die Level 73 Gegner, da würde ich ehrlich gesagt lieber erstmal nicht lang gehen. Ich gehe erstmal hier hoch und hoffe, dass man von hier aus irgendwie in die Fröstlerinne kommt. Wow, hier ist nur Sackgasse, ne? Oder nicht ganz. Okay. Jetzt ist es Zeit, panisch durchzurennen und zu hoffen, dass die Gegner mich nicht one-shotten. Ich glaube, hier sollten wir eventuell von der anderen Seite rein. Dann nehme ich nicht erfolgreich. We won't lose again. Maybe if we do some prep? Panisch loslaufen und hoffen ist eine Taktik. Ja? Für mich schon. Where do we go from here? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das eine Taktik. Ich habe nie gesagt, es ist eine gute Taktik, come out. Aber es ist eine Taktik. Und wie gesagt, nicht jede Taktik muss zwangsläufig gut sein. Das hier dürfte ja die Frösterinne sein, oder? Oops, that wasn't supposed to happen. So eine, I'm all out of juice. This was the fault of negligence. It will not happen again. The plan needed some polishing. Ja, ne? Taktik ist ja nicht wirklich schlecht, wenn sie funktioniert. Genau. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns hier geschickt bewegen, dann werden wir auch nicht komplett aus dem Leben genockt. Mit geschickt bewegen meine ich eigentlich hier zum Beispiel die Seite zu gehen, schauen wie sich die Gegner bewegen, hier ist zum Beispiel keiner, bleiben wir hier stehen, sehen uns die Gegnerbewegung an, in diese Richtung hier schaut gerade keiner, das heißt wir können hier lang sneaken. Und hier kommen wir nicht weiter. This can't be good. Look out, everyone. Go somewhere else, why don't you? Done. Why here? Vor allem scheint das über uns zu. Ach, ich weiß, wo das ist. It's fine. We'll get them yet. Ich weiß auch, wie man da hinkommt. Englisch. Hoffe ich. Ich weiß noch nicht mal, wo der Eingang in dieses Höhlensystem war. Ich kann auf jeden Fall einen Weg rein und den werde ich jetzt auch gehen. Also wenn es das Höhlensystem ist, von dem ich denke, dass es ist. Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Hier hin und sich hier runter toppen. Wo ich immer noch denke, dass es 100% nicht so beabsichtigt, dass man das so tut, aber. Ich denke nämlich, es ist dieses Höhlensystem. Ich werde es erst herausfinden, danach checke ich erst zu den Bravest of the Brave.
was die so zu berichten haben. Ja, aber das da vorne sieht auch so aus, als ob sie Fröste-Ringe, Ringe wäre vor allem. Zu viel online unterwegs gewesen, wo es immer nur um die Ringe der Macht geht. Ich meine natürlich die Fröste-Rinne. Nee, hier ist sie auch nicht. Aber wir sind hier mit diesem Höhlensystem nahe dran. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur so eine Abzweigung weitergehen. Ah! Hier müsste Izzy sein. Sounded like a child. Over there, Rex. Sag mir nicht, das ist so ein Level 70er Spinnending. Nicht klappt das. Don't you dare touch the kid. Ich habe Angst vor dem Level, das da gleich aufploppt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe davor wirklich Angst. Let's go. Und, warte. Schätzung. Was schätzt ihr, in welchem Level dieses Vieh ist? Kann jeder schreiben, der gerade Bock drauf hat. Also, abgesehen von Leuten, die das wissen, natürlich, aber ich denke, das ist ja selbsterklärend. Ich sag 82. 61, okay. Mal sehen, wer näher dran ist, Murphy. Tatsächlich nur 50. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Murphy, du warst näher dran. Ich meine, wir können mit Donnerblitz hier gut reinhauen, ne? Machen wir das dann auch gleich mal. Und dann wird ja wahrscheinlich Mowak mit Pritchett abschließen, die Reihe, oder? Feinde ist Pritchett gerade nicht verfügbar. Jetzt ist sie verfügbar. Und Schopf Sieg wechselt jetzt auf Dahlia, damit wir schön seine Schwäche ausnutzen können. Muss langsam mal ins Bett gehen. Also noch viel Spaß. Jo. Danke, dass du so lange dabei warst und hab dann noch eine entspannte Nacht. Warte eigentlich darauf, dass Sieg auf Dahlia wechselt, aber irgendwie will er gerade nicht. Dann zwingen wir ihn halt dazu, Dahlia zu benutzen. Indem wir ihn dazu bringen, die Serie hier mit Dahlia abzuschließen. Um dann schön den Damage rauszuhauen. Ernsthaft, sie konnte gerade nicht schmettern, weil ich Dings gemacht habe. Die Klingenkombi. Soll ich auch noch mal Elektroklinge rausholen? Mal sehen, wer am schnellsten ist. Ich glaube, ich bin am schnellsten. Ja, ich bin am schnellsten. I make it all better, sagt sie, bevor sie die Spinne in Stücke schlägt. Okay. So, und was kann man nochmal an Wind anschließen? Wind oder Eis? Okay. Bin gerade am Überlegen, einfach nur für den Flex das hier zu machen.
Und ich hab's nur für den Flex getan. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Ich bin ganz ehrlich, ich würde es jederzeit wieder tun. It's all right. She won't shock you. Are you sure? Yes, very sure. Sie hat viel dazugelernt auf ihren Reisen. Why don't you say thank you to the nice lady? Okay. Wow, miss! Oh, it's true! Schön. You're not shocking me! That's great! I'm not dead of the electric! Oh! Thank goodness I didn't electrocute you! Thanks very much, miss! Oh, man. Don't mention it. I should thank you. It's only thanks to you that I finally learned to love my powers. I feel like I'm all grown up now. Well, a little bit at least. Ich wollte gerade sagen, komplett. Oh, wieso sind so viele der Nebenquests so schön? Ich meine, es sind Nebenquests. Wieso gibt man sich da so viel Mühe für? Ich meine, ich finde es super. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, man hätte das eigentlich nicht machen müssen. I'll have to help you guys. Das ist halt so weit übers Soll hinaus. Aber dafür umso schöner. Weil es noch Entwickler gibt, die Liebe in ihre Spiele stecken. Nee, ich war Game Freak. Sorry. Musste sein. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Und hier solltest du klarkommen. Ja, danke. Komm doch mal wieder zum Spielen vorbei. Bis dann. Ja, gern. Tschüss. Sieht aus, als könnte ich meine Kräfte jetzt endlich freisetzen, um Leuten zu helfen. Kann ich sogar nutzen, um neue Freunde dazu zu gewinnen. Dank eurer Hilfe habe ich jetzt viel mehr Selbstvertrauen. Und wenn ihr von jetzt an meine Hilfe braucht, bin ich immer für euch da. Und froh, dich auf unserer Seite zu wissen, Elektra. Sag Bescheid, wenn es Zeit für Pritze, Schock und Kaboom ist. Wird schon, Elektra. Eine unserer am längsten laufenden Quests haben wir abgeschlossen und damit den Schlüsselerfolg ironischerweise einer anderen Elektroklinge eingeleitet. Nämlich Pandoria. I can open anything. Marblock-Schlinge, Klippen von Mauerfahr. Das kriegen wir super schnell.